So, in diesem Video geht es darum, warum ich in letzter Zeit so inaktiv war. Das ist jetzt vollkommen spontan, das Video. Und zwar kann ich jetzt so einen auf Mainstream-YouTuber machen und sagen, ja, ich hatte zu viel Schulstress, ja, hatte keine Zeit dafür. Das wäre Bullshit. Ich meine, ganz ehrlich, jeder, der diese Ausrede benutzt, ist so ein dreckiger Lügner. Weil ganz ehrlich, man hat immer Zeit für ein Video. Ich kenne das. Man hat immer Zeit dafür. Und es ist das Gleiche wie im Fitness. Wenn man ins Fitnessstudio geht und die Ausrede zum Beispiel, man geht mit einem Kumpel hin und sagt so, ja, ich kann nicht, ich muss noch lernen oder so. Okay, kein Ding. Aber man lernt nicht den ganzen Tag. Man hat immer Zeit für Fitness, auch wenn man zu Hause Fitness macht. Ja? Man kann jeden Tag eine Stunde opfern dafür. Und wer das als Ausrede benutzt, der ist wirklich ein dreckiger Lügner und man belügt sich dadurch selber. Es gibt viele Gründe, warum ich in letzter Zeit so inaktiv war. Zum einen bin ich in letzter Zeit sehr unmotiviert, was Videos angeht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber zum Beispiel habe ich so einen YouTuber abonniert. Einen kleinen YouTuber wie ich. Ich hatte da 500 Abonnenten und er hatte 100 Abonnenten. Und im Laufe der Wochen hatte er plötzlich 2000 Abonnenten. Ja? Und ich weiß nicht, aber sowas hat mich einfach ein bisschen demotiviert, weil bei ihm es so gut gelaufen ist und bei mir eben so träge. Und genau das ist der Fehler, ja, Leute. Man soll sich nicht demotivieren durch sowas. Man soll immer bei sich selber bleiben, immer sein eigenes Ding durchziehen. Und das habe ich jetzt eingesehen. Ein weiterer Grund, warum ich keine Videos gemacht habe, ist, weil ich in letzter Zeit sehr wenig Videoideen habe. Ich meine, ich mache diese Kommentiervideos und Vlogs habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht, aber kann ich auch machen. Aber dann weiß ich halt auch irgendwie nicht weiter. Deswegen, ich brauche eure Hilfe. Bitte schreibt mir ein paar oder schreibt mir privat oder irgendwie. Schreibt mir ein paar Videoideen oder was für Videos ihr sehen wollt. Das wird mir echt weiterhelfen. Also wäre cool, wenn ihr mir ein paar Videoideen reinschreibt, dass ich da ein bisschen wieder Inspiration sammeln kann und wieder Videos machen kann. Ich möchte ein bisschen weg von Gaming gehen. Dafür habe ich jetzt einen Twitch-Account eingerichtet, SVT97. Könnt ihr gerne anschauen, ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und da werde ich auf jeden Fall öfter streamen. Ich weiß noch nicht, ob ich täglich streame, aber öfter jetzt auf jeden Fall. Und vielleicht mal einmal im Monat so ein Best-of oder so vom Stream hochladen, das finde ich cool. Defuse. Bitte. Was hast du gemacht? Wie lange braucht er eigentlich zum verdammt Schießen, Mann? Okay. Nein! Nie im Leben! Das ist nie im Leben passiert! Was macht denn Lisen? Nee, Alter, Nico! Der. Nico! Geh noch! Ey, bist du dumm? Der ist runtergelaufen in Ramp! Nein! Also keine Sorge, Leute, ich werde nicht zum Let's Player. Ja, also ganz sicherlich nicht. Ich werde auf jeden Fall auf diesem Kanal wirklich zu 75% Real-Life-Videos drehen. Ich habe jetzt eine Zusage zu einem Praktikumsplatz in den TV-Studios in Leonberg bekommen. Das hat mir auch wieder viel Motivation gegeben, muss ich wirklich sagen, Videos zu drehen. Deswegen versuche ich jetzt wirklich wieder Videos zu drehen. Ohne Scheiß, ich habe vorhin bemerkt, bei meiner Vlog-Kamera hier, da war locker eine 1 cm Staubschicht drauf, Alter. So lange habe ich die nicht mehr benutzt, deswegen so Zeit, dass ich die mal wieder benutze. Weißt du, worauf ihr so Bock habt, auf was für Videos, schreibt sie bitte rein. Vielleicht könnt ihr auch mir so Themen sagen, zum Real Talk oder sowas, ich weiß auch nicht genau. So, das war's jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über den Daumen hoch freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Schreibt es mir rein, wie gesagt. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Alter, was war das eigentlich gerade für ein scheiß sentimentales Video? Wie schwul bin ich eigentlich? Was soll denn die Scheiße, Alter?